Ihr stellt mir Fragen und ich als Gesundheitscoach beantworte eure Fragen. Das ist das Format. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barkow. Und ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram, die ich live beantworte. Das heißt, ich habe mir die im Vorfeld nicht angeguckt, aber ich habe da in der Regel etwas Expertise. Und wenn nicht, dann werde ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung, ich werde natürlich auch nicht jede Frage beantworten, weil es heißt zwar, es gibt keine dummen Fragen, aber manchmal ist es schon sehr nah dran. Also, let's go. Und zwar kommt die erste Frage von Hallo, mein Freund, unterstrich, wo genau kaufst du dein Fleisch? Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich in Zukunft Dinge auch mal teile, die halt nicht so 100%ig optimal sind, weil ich kaufe mein Fleisch in der Regel, und das halte ich für 100%ig optimal, bei einem Schlachter namens Andreas Kretschmer hier in Wolfenbüttel. Also jeder, der hier in Wolfenbüttel ist, bitte supportet den. Das ist ein Schlachter, der auch in Braunschweig, ich meine auch in Querum ist und der im Wolfenbüttel auf dem Markt steht, jeden Mittwoch, weiß ich nicht, aber zumindest jeden Samstag, wenn ich da bin. Ja, konnte mich dann auch mal antreffen mit einer Tüte Fleisch, denn der ist Bioschlachter seit 30 Jahren, also ist da nicht auf irgendwie einen hippen Zug aufgestiegen, sondern der macht das tatsächlich aus Leidenschaft. Und nicht nur das, der hat auch einen ganz klaren Verzicht auf zu viel Zusatzstoffe, unter anderem auch auf Pökelsalz, also Natriumnitrat, was leider, und das ist inzwischen sehr wissenschaftlich anerkannt, im Darm dann zu einer Veränderung des Gewebes führen kann und dann auch mit in Verbindung gebracht wird mit Krebs. Aber jetzt hier bitte, immer wenn ich das Wort sage, dann läuft es einigen Leuten kalt den Rücken runter. Man muss sowas immer in Verhältnismäßigkeit setzen. Also es ist nicht, dass ihr eine Salami esst und sofort, zack, ihr kriegt Krebs oder so. Ne? Also das wird manchmal so propagiert, das ist mir halt total wichtig, dass Gesundheit immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit ist. Also auch hier kaufe ich nicht immer alles da. Wir kaufen auch mal hier bei so einem Edeka, der hat nicht mal eine Bioabteilung, wo man dann halt auch mal was kauft. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie für meinen Geburtstag oder was auch immer ein Fest oder ich grill mit den Jungs was kaufe, wenn ich weiß, die Leute sind da sensibel für, dann kaufe ich auch das Biofleisch, aber ich habe halt keine Lust für 20 Leute dann irgendwie Biofleisch zu kaufen. Wenn das nicht gewertschätzt wird, dann greife ich tatsächlich auch zur normalen Alternative. Ist es perfekt? Nein, aber habe auch nie behauptet, dass ich das bin. Dann immer wieder Schmerzen an der Brustwirbelsäule. Woher und welche Übung? Fragt Vicky Lee. Ja? Brustwirbelsäule ist ein Problem bei vielen Leuten, weil die Brustwirbelsäule tatsächlich in der Regel sehr immobil ist. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum zu sagen, welche Übung mache ich, sondern wie schaffe ich es generell, erstmal wieder Beweglichkeit in die Brustwirbelsäule zu bekommen. Bei den meisten Leuten ist das nicht so einfach möglich. Ich nehme mir da immer eine Faszienrolle nochmal zur Hilfe, die ich unter meinen Rücken lege und mich danach Hintenbeuge in die sogenannte Extension, also mal wieder in die Überstreckung der Brustwirbelsäule komme. Aber das ist hier im Wesentlichen ein Podcast, der natürlich auch auf YouTube gehostet wird, aber Übung ist immer etwas schwierig hier in diesen Fragen zu zeigen. Ja, ist aber auch Teil natürlich meines ganzheitlichen Gesundheitsprogramms, da euch zu zeigen, wie ihr da ein bisschen mehr Beweglichkeit reinkriegt, aber nicht unbedingt über den Podcast. Dann eine sehr interessante Frage von The Green Evelyn. The Green Evelyn. Ist Dehnen nach dem Krafttraining gut oder schlecht? Ja, sind wir auch oder haben wir uns auch gefragt, Katharina und ich. Wir haben ja ein Buch zum Thema Mobility Training geschrieben, wo es natürlich dann auch mal um das Thema Krafttraining und Dehnen geht, also um Bewegung als Gänze. Ja, wenn ihr wollt, dann stelle ich euch dieses Buch auch nochmal vor, weil das wirklich geil geworden ist, weil wir da nicht nur praktikable Übungen haben, sondern weil wir ganz viele Bewegungsmythen aufdecken, auch das Thema Schmerzen mal reingehen, wie man mehr Bewegung in den Alltag bringt und Co. Kommt am 1.12. raus, könnt ihr jetzt schon bei Amazon bestellen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn wir da irgendwie es schaffen, ein Spiegel-Bestseller zu werden mit fundiertem Wissen und halt nicht irgendwie 3, 4 Yoga-Übungen, um das despektierlich zu meinen. Also, ist denen nach dem Krafttraining gut oder schlecht? Kommt drauf an. Also
Das ist immer die Frage, was du damit erzeugen willst. Wenn du sagst, hey, du dehnst dich sonst gar nicht oder du hast gar kein Mobility-Programm, dann würde ich schon sagen, mach lieber das Dehnen danach. Ich würde eigentlich eher präferieren, vor dem Krafttraining Mobility-Training zu machen, ja, weil ich mich gar nicht dehne und durchaus sehr, sehr beweglich bin. Mobility-Training hat diverse Vorteile, weil du mit Mobility-Training Beweglichkeit erzeugen kannst und gleichzeitig dem Gehirn eine Art Sicherheitsmechanismus über Muskelaktivierung gibst. Und das Gehirn dann auch mit diesem neuen Bewegungsradius, man nennt das Range of Motion, abgekürzt ROM, also wenn ihr das mal irgendwo lest, ROM, das hat auch nichts mit einer CD-ROM zu tun, sondern Range of Motion, weil du den quasi dann auch ausnutzen kannst und muskulär absichern kannst. Und gleichzeitig bist du gut vorbereitet auf das Krafttraining, ohne da Verletzungen zu bekommen. Das wäre meine optimale Antwort, wenn du jetzt sagst, ist das gut oder schlecht nach dem Krafttraining, weil du das aus welchen Gründen auch immer machen willst, dann denke ich, es kann so eine Art leichten Regenerationseffekt fördern. Ja, also diese Effekte von, ich ziehe mich da jetzt lang und dann werden die Muskelfasern länger und mehr Durchblutung und Co. Das, was wir recherchiert haben, wenig bis gar nicht. Dieser Effekt, der da vorhanden ist, wenn du sagst, ich nutze das, um runterzukommen, um also in diesen Parasympathikus-Modus zu kommen, nachdem ich vorher im BAM Power-Anspannungsmodus war, das ist keine schlechte Idee. Da kannst du dann tatsächlich runterkommen. Dich ein bisschen runterfahren, würde ich aber tatsächlich auch eher mit Atemübung machen. Ja? Muss man aber seine Atmung verstehen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes. Petra Ramsack fragt: Kann man jemals verhindern, sich plötzlich zu zerreißen oder verreißen? Einfach beim Strecken, zack. Das war schön sinnbildlich geschrieben. Ja, kann man. Ja, also dieses Zerreißen oder dieser Krampf, den man da bekommt, das kann einfach damit zusammenhängen, dass dein Nervensystem in dieser Situation nicht weiß, okay, was mache ich jetzt? Ne, das ist eine ungewohnte Bewegung. Kennt jeder vielleicht, der mal ruckartig den Hals nach links oder nach rechts bewegt hat, auf einmal, oh, steifer Hals für ein paar Tage. Was macht das Nervensystem? Das sagt, hey, Momentchen mal, was passiert denn hier? Bewegung kenne ich nicht. Ist sehr schnell, sehr ungewohnt. Vielleicht sind meine Augen, also mein visuelles System, auch nicht hinterhergekommen. Hab eine geniale Idee. Ich schicke dir erstmal so eine Verspannung, ne, damit du da nichts kaputt machst. Zum Beispiel in der Halswirbelsäule oder an welchem Körperteil auch immer. Das heißt, Bewegung bewusst vollziehen macht Sinn. Und zweitens, diese Bewegung, wo du dann Probleme bekommst, auch trainieren. Macht Sinn. Ne? Dann Sonnenschein, mehrere Unterstriche Hamburg. Was tun bei Hypermobilität? Kräftigen. Ganz einfach. Ne? Mobility Training macht auch Sinn, aber natürlich auch kräftigen. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort wäre, wir müssen natürlich gucken, wie du aussiehst, was man da machen kann, in welchen Bereichen du hypermobil bist. Wir haben viele Leute auch bei uns im Coaching, die hypermobil sind und sich dann dazu entschließen, das aus diversen Gründen anzugehen. Dann die Frage, done just for you three, Diabetes Typ 1 heilbar, deine Meinung? Ich habe da keine Meinung zu, aber die Wissenschaft sagt nein. Ja, also ich kann es dir echt nicht sagen, weil ich kein Diabetologe bin, aber meines Wissens nicht. Nein, das ist meines Wissens stand jetzt noch so, dass man mit dieser Erkrankung leider umgehen muss und das Beste auch machen kann. Ne? Aber hier ist natürlich wichtig, dann besonders auf seinen Körper zu hören, weil Diabetes Typ 1 natürlich dann diverse Folgeproblematiken mit sich führen kann. Deswegen bitte gut und gesund leben. Dann die Frage von Mel-1305- Wie bekomme ich eine gerade richtige Haltung? Sag immer wieder ab, Becken geht vor. Ja, ist nicht so schlimm, denn die Körperhaltung ist nicht so wichtig, wie man das zu glauben mag. Ihr könnt auch total krumm sein und euer Leben lang schmerzfrei. Es kommt immer darauf an, warum ihr krumm seid. Aber klar, eine Körperhaltung kann auch wichtig sein, wenn ihr ein bisschen Stabilität in den Körper bringen wollt, wenn ihr eine gute Ausführung bzw. sehr effizient trainieren wollt und auch wenn ihr da optisch gut aussehen wollt. Das hat ja auch immer was, wenn ich zusammengekauert und wie durch die Straßen gehe, dann macht das was mit uns. Das wissen wir tatsächlich, dass das uns emotional runterziehen kann, während wir, wenn wir uns aufrichten und uns groß machen, ja, also diesen Bär, der quasi auf dem Berg sitzt und von da oben thront, dass wir uns dann auch genauso führen. Da hat es tatsächlich, oder gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, Mel, wie du das machen kannst. Nummer eins, auch wieder hier. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber die Fragen gehen nun mal in die Richtung: Mobility Training machen, um dem Körper die entsprechenden Bewegungsradius freizuschalten. Weil wenn du zum Beispiel dich nur gut nach vorne kippen kannst, was viele gut können, aber gar nicht richtig nach hinten in diese Überstreckung kommst, dann sucht dein Körper immer nach einer Mitte und die Mitte ist dann trotzdem nach vorne gebeugt. Anstatt
wenn du ganz weit nach hinten und ganz weit nach vorne kommst, sich schön im Lot einzupendeln. Das heißt, erstmal dem Körper alle Bewegungsradien geben, die er eigentlich braucht, und dann das Ganze muskulär absichern. Also Kraft ist ja auch wichtig, besonders tiefliegende Bauchmuskulatur und Hamstrings, also Beinrückseite, das macht da schon mehr als Sinn. Was tun bei kaputter Bandscheibe? Da habe ich hier die Frage von Petitelli Fleur. Ich vermute Französisch, das ist leider überhaupt gar nicht mein Ding, kann ich nicht Französisch. Deswegen sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. Wenn eine Bandscheibe wirklich kaputt ist, ja, habe ich jetzt so noch nie gehabt. Meistens ist die dann in irgendeiner Form verletzt. Und Bandscheibenvorfall muss man immer gucken, ob der ausstrahlt oder nicht. Wenn er jetzt nicht ausstrahlend ist, dann hat das meistens nichts mit der Bandscheibe zu tun. Und ansonsten kommt es darauf an, in welchem Stadium du dich befindest, wie du damit umgehen kannst, ja, ob man dann wieder ins Krafttraining geht. Aber in den meisten Fällen wird das konservativ inzwischen behandelt und da kann man dann über uns auch sich verbessern. Ja? Umgang mit Zeckenbiss und Borreliose, fragt Laura SHRN. Habe ich tatsächlich schon mal über die Antibiotikatherapie gesprochen in vor zwei Podcasts, also warum Antibiotikatherapie wichtig sind und wie man dann auch seinen Darm aufbauen kann. Also hör dir das gerne auch nochmal an. Ich persönlich würde eine Borreliose einfach aus medizinischen Gesichtspunkten dann auch mit Antibiotikum behandeln. Ja, präventiv sollte man natürlich gucken, dass man, wenn man jetzt sehr schissig ist, weniger dann in den Wald geht. Würde ich natürlich als Naturfreak nicht unbedingt empfehlen. Ich werde mich da einschmieren zukünftig dann mit den entsprechenden Mittelchen. Sind die alle so super koscher? Ich weiß es nicht, habe ich aber keine Angst vor. Ich dusche mich danach und das ist gut. Ja, also auch da muss man die Kirche, glaube ich, im Dorf lassen. Dann gibt es hier so ein paar Fragen, die nicht so ganz passen. Welches Kollagen empfiehlst du? Ich nehme tatsächlich ganz normales Weiderind-Kollagen, das ich supplementiere. 10 Gramm am Tag morgens in mein Müsli. Dann gibt es hier sehr spezielle Schmerzfragen, die kann ich leider nicht beantworten, weil die dann zu speziell sind und ich glaube auch nicht so ganz in dieses Podcast-Format passen. Und dann gibt es nochmal eine Frage, wie Detox-Kur, wie Giftstoffe ausleiten. Da kannst du dir auch nochmal einen Podcast anhören. Mika hat die Frage gestellt, Mika 90, 68, 49, ich weiß nicht, ob das deine Körpermaße sind oder was das für eine kryptische Zahl sind. wahrscheinlich eher nicht, das wäre ein bisschen komisch, dann wärst du hättest eine sehr dünne Hüfte und eine sehr große Oberweite. Wie dem auch sei, Körpergifte ausleiten, ist immer die Frage, warum muss man das? Man sollte erstmal gucken, dass man da vielleicht einen Indikator bekommt, ob man eine gewisse Schleimbeteilbelastung hat. Und wenn man das hat, dann könnt ihr euch gerne auch den Podcast von mir mit Uncas von Bio360 anhören. Der ist der absolute Experte. Ich bin da tatsächlich kein Experte bei Giftstoffausleitung, aber der empfiehlt da eine Chelat-Therapie. So, kurz und bündig, alle Fragen beantwortet. Quick and dirty, dieses Format. Wenn ihr sagt, findet ihr cool, wollt ihr mehr, weil ihr in kurzer Zeit gutes Wissen bekommt, oder ihr wollt selbst Fragen stellen, tja, dann ab zu Instagram, weil da stelle ich da immer mal die Fragen in der Story oder ihr stellt mir die natürlich auch einfach mal so zwischendurch. Ich bin ja kein Unmensch, versuche da immer alle Fragen zu beantworten, weil ich das liebe, weil mir das Spaß macht. Und wenn ihr merkt, ey, irgendwie komme ich nur mit Fragen beantworten nicht weiter, dann meldet euch doch bei mir. Vielleicht seid ihr optimal geeignet in meinem ganzheitlichen Gesundheitscoaching, um dann euch auch gesundheitlich gut aufzustellen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.